Holy shit, eigentlich wollte ich aus dem Urlaub heraus gar kein Video mehr machen, sondern eigentlich bis Sonntag warten mit meinen Videos, da ich den Urlaub genießen wollte, aber die Information ist einfach so geil, die hier gedroppt wurde, deswegen auch keine Facecam. Falls ihr das appreciatet, dass ich hier aus dem Urlaub heraus trotzdem ein Video mache, würde ich mich natürlich extrem beim Daumen nach oben freuen und die Facecam wird nach dem Urlaub auch wieder aktiviert, keine Sorge. Aber hier hat tatsächlich miHoYo die allererste Collaboration gedroppt, die es je mit Genshin Impact geben wird. Und nein, es ist kein Anime, es ist ein Videospiel. Das uns als allererstes in Genshin Impact erwartet mit einer Collaboration, und zwar Horizon Zero Dawn. Da erscheint ja der zweite Teil Horizon Forbidden West dieses Jahr. Wir kennen noch kein offizielles Release-Date, aber wir kennen das Release-Date wahrscheinlich jetzt ein bisschen genauer, als sie es bisher kannten, aus den Informationen, die sie gepostet haben. Also, was haben sie gepostet? Sie haben gepostet, Aloy wird spielbar sein in Genshin Impact. Wir kriegen sie, und zwar steht auch hier, wann wir sie kriegen, in zwei verschiedenen Steps. Jeder, der Adventuring 20 ist und in der Version 2.2, ich wiederhole 2.2, ab dem 13. Oktober kommt 2.2. Jeder, der sich dann auf der PlayStation 4 einloggt in 2.2, kriegt sie einfach for free. Jeder PlayStation-Spieler ab dem 13. Oktober für 1,5 Monate. Geht also bis, ja, wahrscheinlich ungefähr Ende November. Wahrscheinlich ungefähr mein Geburtstag mit dem 29.11. Aber keine Sorge, angenommen ihr spielt nicht auf der PlayStation, dann kriegt auch jeder PC-Spieler sie ab 2.3, ab dem 24. November. Bedeutet für uns wahrscheinlich kommt Forbidden West, ein Spiel, auf das ich mich persönlich auch mega freue, weil ich riesiger Horizon Zero Dawn Fan war, irgendwann zwischen dem 13. Oktober und dem 24. November. Ich denke, so stark können wir das Release-Date jetzt einschränken. Und oh, bin ich begeistert, denn sie ist tatsächlich auch der allererste 5-Star, den wir for free kriegen. Ja, wir kriegen hier tatsächlich einen 5-Star for free. Keine Puls, kein Urgestein reinballern. Jeder kriegt einen 5-Star, neben natürlich dem Traveler, for free mit Aloy. Ich bin einfach absolut begeistert, als ich diese News gelesen habe. Das war auch alles, was ich erzählen wollte. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir freuen uns auf Aloy auf PlayStation ab dem 13. Oktober for free. Auf PC ab dem 24. November for free. Damit verabschiede ich mich. Das war's von mir, eurem Sonius94.